Also, dass Staudinger Block 6 ein sauberes Kohlekraftwerk wird, kann jetzt wirklich keiner mehr glauben. Die Planungsunterlagen sind veröffentlicht worden und darin steht eindeutig, dass die Stickoxide und Schwefeldioxide die Alarmgrenzwerte überschreiten werden. Im Übrigen wäre der Staudinger Block auch weiterhin ein Block, der nur 45% Wirkungsgrad hat. Das heißt, über 50% der Energie werden in die Luft geblasen und das auch noch klimaschädlich. Nein, was wir brauchen, das sind erneuerbare Energien, der Ausbau in Hessen und bundesweit. Und dafür kämpfen die Grünen in der Bundestagswahl und danach. In Deutschland geht das Licht nicht aus, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten. Selbst jetzt liegen immer wieder Atomkraftwerke still, manchmal ein oder zwei Jahre und noch nie sind die Lichter ausgegangen. Und wir wollen nicht sofort alle Kohlekraftwerke abschalten, sondern wir wollen, dass keine neuen gebaut werden, damit wir endlich in die erneuerbaren Energien investieren, weil jede Investition in ein Kohlekraftwerk oder noch schlimmer in ein Atomkraftwerk wird neue Investitionen in erneuerbare Energien verhindern. Natürlich ist der Klimawandel ein Sicherheitsrisiko. Wenn wir es nicht schaffen, den Temperaturanstieg auf 2 Grad weltweit zu beschränken, dann wird der Meeresspiegel steigen, dann wird es mehr Wirbelstürme geben, Tornados, dann wird es Hungerkatastrophen wegen Dürre geben, weil ganze Landstriche veröden und damit gibt es Fluchtbewegungen von Menschen und unsere Infrastruktur wird nicht mehr aufrechterhalten werden können und deswegen ist es ein echtes Sicherheitsrisiko und wir müssen sofort umsteuern, um diesem entgegenzuwirken. Nein, 100% Erneuerbare sind nicht unbezahlbar. Jetzt kosten die erneuerbaren Energien etwa 2 Euro mehr im Monat für jede Familie. Und je mehr wir die Erneuerbaren ausbauen, umso günstiger wird dieser Strom. Und es ist eine Mehr zu glauben, dass Atomstrom billig sei. Wenn wir die ganzen Subventionen dazu rechnen, für die Forschung, für die Endlagerung, die ja die Industrie abschiebt auf den Steuerzahler, dann ist Atomstrom immens teuer. Und die erneuerbaren Energien, die auch dezentral erzeugt werden und einen höheren Wirkungsgrad haben, sind umso billiger, je mehr wir davon erzeugen.